Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ihre beiden Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann und ich glaube, das dürfte heute eine richtig interessante Begegnung werden. Bayern München gegen Real Madrid. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Serge Gnabry steht mit Kingsley Coman auf dem Flügel. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Da ist Platz für Bale. Da versucht er es von ganz weit draußen, aber keine Gefahr. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Marcelo spielt neben Dani Carvajal in der Abwehr. James Rodriguez steht mit Luka Modric im Zentrum. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Und das gibt Vorteil für Real. Vielleicht die Führung jetzt. Kein Tor. Das wird sie ärgern. Die Chance zur Führung, aber nichts ist. Sie lassen die Chance liegen. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Dribbelstark ist Kingsley Coman, natürlich auf jeden Fall. Aber auch seine Pässe gehören zur absoluten Spitzenklasse. Und wenn er das alles heute hier auf den Platz bringt, Wolf, dann ist er einer der wichtigsten Leute. Ich halte Luka Modric für einen überragenden Fußballer, Buschi. Die Mannschaft kann sich glücklich schätzen, den Kroaten im Team zu haben. Ja, das kannst du wohl sagen. Ein unglaublicher Spieler. Also der würde in jeder Mannschaft der Welt spielen. Benzema. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Eden Hazard. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Und die Möglichkeit. Neuer macht zu. Ganz sicher verhindert er da den Treffer aus kurzer Distanz. Modric springt die Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Hazard! Er trifft den Pfosten! Nicht der Führungstreffer in dieser Szene. Das Gestänge verhindert das Tor. Es hat nicht viel gefehlt. Das wird sie ärgern. Lewandowski. Robert Lewandowski verfügt ja nicht nur über eine sehr, sehr feine Technik, sondern ist auch ein äußerst athletischer Stürmer. Er ist schnell, physisch stark, kann damit den Ball perfekt abschirmen und dann eben auch behaupten. Schönes Zuspiel hier. Luka Modric. Chance für Modric. Glanzparade von Manuel Neuer. Wahnsinn, wie hat er denn den noch erwischt? Modric führt aus. Bale mit der Riesenchance. Und Real macht das Ding rein. Diesen Treffer schauen wir uns gerne noch mal in der Wiederholung an. Ja, da sieht man es, das Training zahlt sich aus, Wolf. Das war eine richtig gute Ecke. Wichtig für Real. Damit liegen sie jetzt vorne. Hazard jetzt mit viel Zug zum Tor. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Goretzka. Vorteil für den FC Bayern. Er gibt das Foul und Freistoß. Alaba. Jetzt wieder Real. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Schönes Zuspiel auf Gareth Bale. Bale. Und damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Modric springt die Ecke rein. Schöner Einsatz, wichtig, dass sie da klären. Ganz stark abgeblockt. Pavard. Kimmich. Jetzt wieder Real. Und der Ball geht zu Bale. Jetzt ist es gefährlich. Kein guter Abschluss hier.
unterstützen gut. Die Bayern mit dem Ballverlust. Modric. Modric. Modric! Klasse aufgepasst vom Torwart. Ja, mit der Ecke. Modric führt aus. Erstmal geklärt. Jetzt eine gute Flanke. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Gareth Bale. Bale. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Und weil es so schön war. Erneute Ecke. Modric springt die Ecke rein. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Da steht Bale im Abseits. Müller. Kimmich. Koman. Und da ist der Ball wieder weg. Knapper Rückstand bislang hier in diesem ersten Spielabschnitt. Wie ist deine Einschätzung, Buschi? Die Bayern haben hier noch alle Chancen. Es gibt keinen Grund aufzustecken. Es ist alles noch drin. Sie müssen Zahn zulegen. Ja, manchmal ist das noch ein bisschen verhalten, aber das geht noch. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Ball bei Marcelo. Viel Platz für Hazard. Er kann ihn reinbringen. Hazard! Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Neuer! Super Parade! Klasse gemacht, stark geblockt. Ballverlust Bayern München. Gut aufgepasst und geklärt hier von David Alaba. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht... Real geht mit der Führung in die zweite Hälfte. Weiter geht's. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Jetzt Modric. Klasse Pass. Schöne Flanke. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Modric führt aus. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Platz für Bale. Da trennt er ihn vom Ball. Rückspiel jetzt in Richtung Torhüter. Keine leichte Situation für Alaba. Gareth Bale in diesem Spiel, ein Faktor. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Zuspiel von James wird abgefangen. Nun Lewandowski. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Da trennt er ihn fair vom Ball. Serge Gnabry. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Casemiro. Jetzt wird's gefährlich. Ja, Madrid, ja, das ist gefährlich. Geht dazwischen und hat den Ball. Casemiro. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball.
Alaba. Auf der Position als Linksverteidiger gibt es eigentlich keinen besseren als David Alaba, oder? Also auf jeden Fall gehört er da zur absoluten Weltspitze. Dabei könnte er ja auch mit. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Da ist der Ball drin. Und das Tor zählt nicht. Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben. Jetzt Marcelo. Langer Ball auf Hazard. Marcelo am Ball. Jetzt ist es gefährlich. Marcelo. Und er macht das Tor nicht. Kimmich. Alaba. Thomas Müller jetzt. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Nun David Alaba. Buschi, kurz deine Einschätzung zu David Alaba. Boah, wo fange ich da an, Wolf? Ne? Ganz wichtig ist natürlich seine Vielseitigkeit. Den kannst du überall aufstellen. Und der Kerl wird immer seine Leistung bringen. Der ist ein Phänomen. Klasse Aktion, Ball ist weg. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Coman. Lewandowski. Jetzt Thomas Müller. Kimmich. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt Benzema am Ball. Viel Platz für Hazard. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Luka Modric. Karim Benzema. Benzema! Ja, macht das da ganz sicher. Da hätten sie den Vorsprung eben ausbauen können, wenn nicht gar müssen. Keine Frage. Goretzka. Die Fans geben nicht auf. Sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt nochmal kommen. Da nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Torwart. Gut rausgekommen. Und er pfeift abseits. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Könnte was werden. Benzema am Ball. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Ja, könnte was werden. Da ist Platz für Carvajal. Schöne Flanke. Das ist der Treffer. Da bauen sie die Führung aus und das ist verdient. Das macht James gut. Kann die Möglichkeit hier auch nutzen. Tolle Aktion des Kolumbianers. Da konnten sie nicht mehr aufhalten. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Benzema. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Casemiro. Ballverlust. Benzema. Bale. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Er geht ganz. Modric. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Karim Benzema. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt ist Schluss. Der Schiedsrichter.